seid die drei jüngsten Spieler hier im Team. Was sind so eure ersten Eindrücke, Pat? Ja, so man, die Mannschaft kennt man ja schon, aber es macht auf jeden Fall unfassbar Spaß. Man hat jeden Tag nur Fußball. Die Gegebenheiten hier sind super, Plätze sind super. Also du spielst parallel noch in der A-Jugend. So von der Trainingsintensität ist das schon was ein bisschen anderes hier, oder? Ja, natürlich. Die Intensität ist auf jeden Fall deutlich höher. Man muss auf jeden Fall deutlich schneller auch spielen. Also auch das Niveau ist natürlich auch deutlich höher. Habt ihr als jüngste Spieler Pflichten und Aufgaben gegenüber den erfahrenen Spielern zu erfüllen? Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen unsere Materialien von unserem Raum, wo die Sachen gelagert werden, zum Platz bringen. Wir müssen, das sind dann zum Beispiel Ballsäcke, die Leitern und auch sonst. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie den Essen bringen müssen oder irgendwie sowas in der Art. Aber also solche Dinge wie Materialien tragen, das gehört schon dazu. Mathis, du bist einer der drei Torhüter hier beim SV Meppen, neben Erik Tomaschke und Jochen Gies. Wie ist das, ihr trainiert schon öfters und länger zusammen, aber wie ist das die Stimmung zwischen euch? Also es macht eigentlich immer Spaß. Also wenn wir Tortraining zu dritt haben, ist eigentlich immer gute Stimmung. Wir verstehen uns echt alle total gut. Da wird auch oft gelacht. Also, und wenn man mal einen Ball 5 Meter übers Tor schießt, dann meckert auch nicht direkt jeder. Also wir verstehen uns gut. Das Besondere ist, dass ihr alle drei im Jugendleistungszentrum des SV Meppen gespielt habt. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht oder was könnt ihr den Jungs, die dort spielen, weitergeben, so als Motivation, dass es sich lohnt, hart zu arbeiten? Ja, also auf jeden Fall habe ich auch im Leistungszentrum immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Eigentlich immer tolle Mannschaften gehabt, die Stimmung war eigentlich immer super. Und ja, auch wenn man mal schlechte Zeiten hat, sollte man einfach weitermachen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass man manchmal auch einfach sich durchbeißt. Ich glaube auch einfach, dass jeder auch wissen sollte, dass auch immer ein Auge auf alle Spieler dort geworfen wird, dass man auch immer an sich glauben sollte und da jetzt nicht irgendwie zu früh sagen soll, dass man es nicht schafft oder immer halt dran glauben soll, dass man auch den Sprung dann in die Herrenmannschaft schaffen kann. Neben den intensiven Trainingseinheiten bleibt natürlich auch mal ein bisschen Zeit zu entspannen, ein bisschen Spaß zu haben. Was macht ihr denn da? Also, ich weiß gar nicht, wann das war. Gestern oder vorgestern sind wir dann halt ins Meer gesprungen und halt erst in der Sauna und sind dann zur Abkühlung dann ins Meer. Ist schon gut hier und gestern haben wir es auch dann mal kurz mal am Strand probiert, aber dann war es dann später doch zu bewölkt. Aber es gibt viele Möglichkeiten hier. Alter!